بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, heute Teil 3 von der Schlacht von Uhud. Der dritte und letzte Teil, inshallah, mit dem wir heute versuchen werden, inshallah, die Ereignisse dieser so ereignisreichen und so wichtigen Schlacht zu Ende zu bringen und zu Ende zu erklären. Wir haben das letzte Mal aufgezeigt gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime dann von hinten durch Khalid ibn Walid und seinen Reitern angegriffen wurden. Und wir hatten auch den Grund genannt gehabt, wieso es überhaupt Khalid möglich gewesen war, die Muslime anzugreifen, welche zunächst erst einmal siegreich waren und Allah Ta'ala ihnen das auch versprochen hatte, dass sie siegreich sein werden, wie es aus Surat Al-Imran hervorgeht. Und zwar, weil sie nicht auf die Worte ihres Kommandanten, in diesem Fall auf die Worte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hatten, der ihnen klar und deutlich, unmissverständlich befohlen hatte, und das ist ein Befehl, gerade wenn es um militärische Aspekte geht, befohlen hatte, dass sie ihre Position auf dem Hügel Al-Ainain, der später als Jabal al-Rumah, der Hügel der Bogenschützen, bekannt werden sollte, nicht verlassen dürfen, ganz unabhängig davon, ob die Muslime siegreich oder verlustreich sein sollten. Die Muslime werden angegriffen, während sie mit der Dunya beschäftigt sind. Und wir hatten letztes Mal über die Gefährlichkeit der Dunya gesprochen, wenn sie erst einmal in die Herzen gelangt. Die Muslime wurden angegriffen und mit ihnen auch unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der verletzt wurde, der an seinen Schneidezähnen verletzt wurde, sodass einer zu Bruch ging, der an seiner Wange verletzt wurde, sodass zwei Halaqa, zwei Kettenteile von seinem Helm in seine Wange hineingedrückt wurden und ihn verletzten, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit blutete, bis seine Tochter Fatima, welche ebenfalls anwesend gewesen war, mit ihrem Ehemann Ali ein wenig Stoff verbrannte, sodass sie die Asche nahm und die Blutung des Propheten sallallahu alaihi wasallam stoppte. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war aber nicht nur körperlich verletzt gewesen, sondern der seelische Schmerz war viel, viel stärker gewesen. Und das ist immer so. Den körperlichen Schmerz, den kann man relativ leicht überwinden. Aber den inneren und seelischen Schmerz, den kann man nicht so leicht überwinden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er jetzt verletzt gewesen war, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir letztes Mal schon erzählt hatten, wie er dann gerettet wurde, aber ich werde es kurz nochmal wiederholen, gleich inshallah ta'ala, falls wir es nicht erwähnt haben sollten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, in diesem Moment, wo er sich zurückgezogen hat, zum Fuße des Berges Uhud, hob seine Hand und sprach voller Trauer: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. Wie soll ein Volk erfolgreich sein, welches das Gesicht ihres Propheten zum Bluten gebracht hat, während er sie zum Islam aufruft? Nach wenigen Momenten hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein weiteres Mal seine Hände und er sprach, wie es
authentisch überliefert wird, folgende Worte: Rabbighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O mein Herr, vergib meinem Volk, weil sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie handeln unwissend. Diese Worte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen uns noch einmal die Einstellung eines Da'is. Ein Da'i hat nie das Ziel, dass das Volk, welches er zum Islam einlädt, welches er zum Guten aufruft, vernichtet wird. Sondern ein Da'i, also jemand, der zum Islam einlädt, hat immer das Ziel, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen recht leitet. Nur dann, wenn er weiß, es kommt nichts mehr. Wie in der Geschichte von Nuh alayhi salam, in Surat Nuh, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzeigt, dass Nuh Dua gegen sein Volk gemacht hat, weil Allah ihn, wie es aus einer anderen Surah hervorgeht, offenbart hat, dass keiner mehr glauben wird. Sodass im Grunde genommen sein Volk nur noch Unheil stiften wird. Nur noch Unheil stiften wird. Und es keine Hoffnung mehr gibt. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Und Nuh wurde offenbart, keiner wird mehr glauben von deinem Volk, außer diejenigen, die schon geglaubt haben. Und in dem Moment hat Nuh seine Hände gehoben und hat gesagt: Rabbi la tazhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. O mein Herr, lass kein Haus mehr von den Kafirin, von den Glaubensverweigerern auf der Erde bestehen. Und er hat es auch begründet: Wenn du sie lässt, was geschieht dann? Dann werden sie nur weitere Generationen auf die Welt bringen, welche Unheil stiften, welche ungläubig sind und welche frevelhaft sein werden. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Hoffnung nicht verloren in seinem Volk. Und er sollte Recht behalten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ja nicht der erste Fall. Wir hatten ja schon den Fall, als der Prophet in Ta'if war und dann zurückgekehrt ist und sie beschmissen wurde mit Steinen und er dann seine Hände hob, obwohl er die Möglichkeit hatte, sich an ihnen zu rächen, indem nämlich der Engel der Berge sie vollständig vernichtet und dem Erdboden gleich macht. Aber er verzichtete darauf, sallallahu alaihi wasallam. Mit der Begründung, vielleicht wird es Leute geben, die später, von den späteren Generationen, La ilaha illallah sagen. Und deswegen, unsere Einstellung gegenüber den Menschen, welche wir versuchen zu erreichen für den Islam, ist immer eine positive Einstellung, immer eine optimistische Einstellung. Immer eine Einstellung der Barmherzigkeit und der Güte. Niemals eine Einstellung des Hasses und des Zornes und des Rechens, wie es einige Muslime heutzutage haben. Niemals! Das ist die Einstellung. In solch einer Situation hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht. Wie konnte sich der Prophet noch einmal retten? Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob wir das letzte Mal erwähnt hatten oder nicht. Aber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verletzt wurde, insbesondere durch einen Mann mit dem Namen Ibn Qami'a, hat sich das Gerücht verbreitet gehabt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei gestorben. Ja, wir hatten das erwähnt, wir hatten auch aufgezeigt, dass es dann drei Gruppen gab. Eine Gruppe, welche geflohen ist und welche durch einige Sahabe erinnert wurde, was macht ihr noch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kehrt zurück wie Anas ibn Nadr, der dann gestorben ist. Eine Gruppe, die einfach nur gesessen hat, die nicht wusste, was sie tun soll. Und eine Gruppe, welche sich an die Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt hat. Und es wird überliefert, dass jetzt 9 Männer beim Propheten waren in diesem schwierigen Moment. 7 von den Ansar und 2 von den Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerufen: Man yarudduhum anna wa lahul jannah. Weil die Mushrikun, die haben dem Propheten dann gesagt: Jetzt können wir die Sache beenden, ein für alle Mal. Und der Prophet rief seine Gefährten auf: Wer ist bereit, sie von mir abzuwenden und bekommt dafür das Paradies? Worauf einer nach dem anderen von diesen 9 Männern sich den Angreifern in den Weg stellte und sein Leben verlor. Übrig blieben nur noch die beiden der Quraysh, die gerade um den Propheten sallallahu alaihi wasallam herum gewesen waren. Unter ihnen war Talha ibn Ubaidillah und Sa'd ibn Abi Waqqas.
Talha ibn Ubaidillah und Sa'd ibn Abi Waqqas. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem die sieben von den Ansar gestorben und gefallen sind vor ihm, sagte er nur, ma ansafna ashabana. Wir haben unseren Gefährten nicht ausreichend gegeben, also sie nicht ausreichend gerecht behandelt. Also sie haben viel mehr geleistet, als wir ihnen gegeben haben. Talha ibn Ubaidillah, er verteidigte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wie ein Löwe. Wirklich wie ein Löwe. Seine Hand war nach der Schlacht gelähmt gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat, wie gesagt, ja, dann auch Talha ibn Ubaidillah stark gelobt. Und ganz, ganz wichtig, ja, Abu Bakr as-Siddiq, wie es überliefert wird, ja, wie es unter anderem auch Ibn al-Qayyim in seinem Buch Zadul Ma'ad erwähnt, ja, sagt, dieser Tag ist für Talha gewesen. Hadha al-yawm kulluhu li Talha. Weil er mit als einziger wie eine ganze Gruppe gekämpft hat. Ebenfalls einer, der sich sehr, sehr bewiesen hat, ist Sa'd ibn Abi Waqqas, der ein sehr, sehr guter Bogenschütze gewesen war und zu dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Schlacht von Uhud sagte, und darüber war er stolz gewesen, noch bis zum Lebensende. Er sagte, ja Sa'd, irmi fidake abi wa ummi. O Sa'd, schieß mit deinen Pfeilen, ja, meine Mutter und mein Vater sollen für dich geopfert sein. Und er hat dann auch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer wieder dann seinen Enkeln und seinen Kindern erzählt, der Einzige, für den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, mögen mein Vater und meine Mutter, also beide zusammen, nicht nur einer von beiden, er hat immer gesagt, mein Vater oder meine Mutter, aber bei ihm hat er gesagt, fidake enbi wa ummi, ja, der Einzige, für den er das gemacht hat, bin ich. Und er hat es dann immer so weiter und war sehr, sehr stolz darauf gewesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch das für ihn getan hat. Ebenfalls jemand, der dann dazugestoßen ist, ist Abu Talha al-Ansari gewesen, der ebenfalls ein sehr, sehr guter Bogenschütze gewesen war und von dem auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangte, dass er ihn mit seinen Pfeilen verteidigen soll. Und immer wenn jemand kam, sagte er, gib die Pfeile Abu Talha al-Ansari, weil er kann besser schießen mit den Pfeilen als er. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wie es Imam Ahmad überliefert hat, لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. Der Ruf oder die Stimme von Abu Talha in der Armee hat eine stärkere Auswirkung auf die Polytheisten, also die Muschrikin, die Götzenanbeter, als eine ganze Gruppe von Männern. Also an diesem Tag wurden viele, viele Heldentaten vollzogen. Einer der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls verteidigte in dieser schwierigen Situation, ist Qatada gewesen. Und Qatada hat eines seiner beiden Augen verloren, sodass es sozusagen sogar heraushing. Und hier geschah dann ein Wunder, und zwar nahm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses Auge, was auf seiner schon Wange hing, und er tat es wieder zurück und er konnte besser sehen als vorher, ja, aufgrund, ja, der Hand unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ebenfalls, ja, an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wa sallam standen nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen haben an diesem Tag regelrechte Heldentaten vollzogen. Und eine der Frauen, welche sich beteiligt hatten an dieser Schlacht, ist Umara Nasiba bint Ka'b al-Maziniyya, welche ebenfalls gezwungen war, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu verteidigen und welche verletzt wurde von demselben Mann, der auch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam verletzt hat, nämlich dieser Ibn Qami'a. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir werden auch noch gleich auf weitere Frauen eingehen, insha'Allah ta'ala. Und zwar gerade nach der Schlacht gab es da wirklich einige ganz unglaubliche Situationen, wo nochmal die Gefährtinnen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt hatten, was für einen starken Iman sie hatten. Jetzt ist die Schlacht vorüber. Die Quraysh, komischerweise, sie haben gedacht, dass die Muslime eine Verstärkung bekommen. Sie haben auf jeden Fall die Schlacht nicht bis zum Ende
sozusagen durchgeführt, sodass es eine endgültige Niederlage gewesen war. Sondern die Quraysh, sie haben relativ schnell angefangen, ihre niederen Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich ihre Rachebedürfnisse, indem sie, nachdem sie gemerkt haben, dass die Muslime verloren haben, nachdem sich das Gerücht verbreitet hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sei gefallen, haben sie ihre niederen Bedürfnisse gestillt, indem sie nämlich jetzt die Leichnamen der Muslime schändeten. Und zwar auf übelste Weise. Wie viele Muslime kamen bei dieser Schlacht ums Leben? Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt gehabt. Wie viele Muslime kamen bei dieser Schlacht ums Leben? 70. 70 Muslime und 22 von den Muschrikin. 70 Muslime und 22 von den Muschrikin. Und unter den Muslimen, die gefallen sind, sind nicht irgendwelche Muslime gewesen, sondern sehr, sehr bekannte Namen. Der wohl bekannteste von ihnen, der gefallen ist, ist Hamza ibn Abd al-Muttalib gewesen. Und ich glaube, wir hatten das, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob wir das erwähnt hatten oder nicht. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber Wahshi, ein Sklave, der den Auftrag bekommen hat, Hamza zu töten, er, um dann selbst freigelassen zu werden, er hat nur auf Hamza gewartet, den richtigen Moment abgewartet und hat daraufhin mit seinem Speer Hamza getötet. Hatten wir das schon erwähnt gehabt, die Geschichte? Hatten wir noch nicht erwähnt gehabt, ich dachte, wir hätten sie erwähnt gehabt. Er tötete Hamza, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war über den Tod seines Onkels voller Trauer gewesen. Und was ihn noch viel trauriger gemacht hat, war, dass der Leichnam von Hamza geschändet wurde. Es gibt jetzt verschiedene Überlieferungen, wie das konkret geschehen ist. In manchen Überlieferungen heißt es, dass Wahshi selbst, dieser Sklave, dann die Leber von Hamza herausgeschnitten hat, um sie Hind bint Utba zu übergeben, welche geschworen hatte, dass sie sich rächen wird für den Tod eines anderen Verwandten. Und dass sie in jedem Fall die Leber von Hamza essen wird. Sehr unappetitlich. Und auf jeden Fall gibt es Überlieferungen, dass sie das selbst herausgeschnitten hat. Und es gibt Überlieferungen, dass Hamza, Wahshi das getan hat und ihr dann die Leber übergeben hat, woraufhin sie dann ein Stück von der Leber abgebissen hat und daran geleckt hat und dann die Leber wieder Wahshi übergeben hat oder weggeschmissen hat. Aber nicht nur das, sondern sie hat auch, und nicht nur sie, sondern auch andere, haben die Nasen und die Ohren der Muslime abgeschnitten. Und was haben sie mit den Nasen und Ohren gemacht? Sie haben sie auf Schnüre dann gehängt und als Ketten unter anderem benutzt und sich um den Hals gehangen. Das war, also ihr seht, es war sehr, sehr inhuman gewesen, sehr bestialisch gewesen. Aber so wollte man zeigen, dass man den Feind ein für alle Mal besiegt hat. Unter den Gefallenen war Mus'ab ibn Umayr gewesen. Mus'ab ibn Umayr, und wir werden gleich auf Mus'ab ibn Umayr noch eingehen, nämlich dann, wenn wir darüber sprechen werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Sahabe dann ganz konkret bestattet hat. Ebenfalls waren unter den Gefallenen der Vater von Jabir ibn Abdullah gewesen, Abdullah ibn Haram, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, als er gestorben ist und seine Tochter Fatima bint Abdullah ibn Haram, die Schwester von Jabir ibn Abdullah, und er hatte 9 Schwestern gehabt, geweint hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann einfach nur sagte,
Es ist völlig egal, ob du weinst oder ob du nicht weinst. Warum weinst du überhaupt? Ja? Und es ist völlig egal, tabkihi oder la tabki. Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tuhu. Die Engel haben ihn die ganze Zeit mit ihren Flügeln schwenken, Schatten gespendet, bis ihr ihn emporgehoben habt. Also du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ja? Er ist im Paradies. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Er befindet sich im Paradies. Und es gab, wie gesagt, noch viele andere Gefallene, deren Leichnamen geschändet wurden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gesehen hat, war er wütend geworden. Sehr wütend und zornig. Er war voller Trauer. Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment getan? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in diesem Moment geschworen, dass er ebenfalls bei einer kommenden Schlacht die Leichnamen und die Leichen der Gegner schänden wird. Und er sagte, wie es aus einer Überlieferung dann hervorgeht, لَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَى قُرَيْشِ فِي مَوْطَنِي مِنَ الْوَاطِنِ. Sollte Allah Ta'ala mich noch sozusagen einmal siegreich sein lassen gegenüber den Quraysh an einer anderen Stelle, bei einer anderen Schlacht, لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ. Werde ich 30 Leute von ihnen schänden. Also wahrscheinlich wurden auch 30 von den Muslimen geschändet und ich werde genau dasselbe tun. Entschuldigung, ups, jetzt habe ich mein Handy davon. Ich muss mein Handy leise machen. Und die Muslime, sie haben das gehört und sie fieberten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit und sagten, Wallahi, wir werden sie so schenken wie noch niemand zuvor. Zorn. Zorn. Woraufhin Allah Ta'ala einen Vers herabgesandt hat. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma'uqibatum bi. Und wenn ihr bestraft, so bestraft genauso, wie ihr sozusagen bestraft wurdet. Vom Mu'aqaba. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ. Und solltet ihr geduldig sein? لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. So ist das besser für die Geduldigen. Als Allah Ta'ala diesen Vers herabgesandt hat, wusste der Prophet, er hat einen Fehler gemacht. Und die Sahaba haben einen Fehler gemacht. Sie haben nur sozusagen in diesem Moment des Zornes ja, Rachegelüste entwickelt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte daraufhin, dass er niemals einen Leichnam schänden wird. Und er hat die sogenannte Al-Muthla verboten, also das Schänden von Leichnam verboten. Salawatu Rabbi wa sallam alaihi. Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir lernen daraus, dass der Prophet ein Mensch war, wie alle anderen Menschen. Guck mal, in dem Moment, wo jemand deinen Onkel umbringt oder irgendjemand, ja, und dann auch auf diese Art und Weise, was empfindest du im ersten Moment? Rachegefühle. Das ist menschlich, ganz menschlich. Das ist was ganz Natürliches. Und jetzt kommt die Offenbarung von Allah und zeigt dir auf, wie du richtig handeln solltest. Rational. Du überlegst, was mache ich, wenn ich den jetzt in den Händen halte? Ich werde ihn zerstückeln, ich werde das und jenes mit ihm tun. Allah sagt, nein. Das Höchste der Gefühle wäre was? Das Höchste der Gefühle, dass du ihm das heimzahlst, was er dir angetan hat, aber nicht mehr. Aber einfach, ja, dazu übertreiben, ja, das funktioniert nicht. Zumal es ohnehin ja, keine Selbstjustiz im Islam gibt. Das ist eine andere Sache. Ja, es gibt keine Selbstjustiz im Islam. Und wenn jemand eine Sünde begeht, dann hast du nicht das Recht, eine sozusagen weitere Sünde zu begehen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gib das anvertraute Gut demjenigen, der es dir anvertraut hat, zurück. Und betrüge nicht denjenigen, der dich betrogen hat. Ja, nur weil er betrügt, heißt es nicht, dass du betrügen darfst. Nur weil er Ausdrücke benutzt, weiß ich nicht, deine Mutter beschimpft oder weiß ich nicht was, heißt es das nicht, dass du seine Mutter beschimpfen darfst. Ja, das ist so. Ich weiß, das ist schwierig, ja, aber das ist so. Und wir müssen unterscheiden zwischen Macho sein und zwischen Muslim sein. Da müssen wir einfach unterscheiden. Ja? Wir müssen unterscheiden zwischen diesen beiden Dingen. Es gibt viele Leute, die denken so, ja, das Macho sein, das ist sozusagen der Islam.
Ich bin jetzt der Punisher. Ich werde jetzt sozusagen alle umbringen, die in irgendeiner Weise was damit zu tun haben, Selbstjustiz und weiß ich nicht was. Das ist nicht der Islam, das ist Hollywood oder Bollywood, ja? Aber nicht der Islam. Der Islam lehrt dich was anderes. Der Islam lehrt dich in solchen Situationen nachzudenken, wie handele ich richtig. Es ist nicht einfach, aber der Islam erzieht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat ja, seine Sahabe in diesem schwierigen Moment erzogen. Und er hat sich selbst erzogen, sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat seine eigene Aussage wieder zurückgenommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm aufgezeigt hat, wie man richtig handelt in diesem Moment. Das ist der Islam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem jetzt die Schlacht eigentlich zu Ende ging und die Quraysh sich zurückgezogen haben, aber noch nicht vollständig zurückgezogen, aber sie haben sich schon zurückgezogen, die Kampfhandlungen waren beendet gewesen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er fängt jetzt an, sich um die Gefallenen zu kümmern und er fragt, ist der noch am Leben? Ist der noch am Leben? Was ist mit dem? Was ist mit jenem? Und jetzt gibt es einige sehr, sehr interessante Geschichten. Beginnen wir inshallah ta'ala mit der Geschichte von Sa'd. Entschuldigt, ja, wo ist er jetzt? Ich jetzt hier gerade nicht mehr durch. Ja, ist weiter vorne. Genau. Beginnen wir mit der Geschichte von Sa'd ibn Rabi'. Und zwar wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wissen, ja, was mit Sa'd ibn Rabi' ist. Woraufhin, und es ist einer, der sozusagen, lebt er noch oder ist er schon verstorben, ja, woraufhin einer der Ansar sagte, o Gesandter Allahs, ich werde schauen, was mit ihm ist und ich werde suchen, ob er sozusagen unter den Verletzten oder unter den Gefallenen ist. Woraufhin er auf ihn stieß, in den letzten Atemzügen. Also er hat noch geatmet, aber er war verletzt gewesen und lag im Sterben. Und er sagte, der Gesandte Allahs hat von mir verlangt, dass ich schaue, was mit dir los ist, ob du lebst, ob du am Sterben, ob du gestorben bist. Er meinte, ich gehöre zu den Toten schon. Und dann sagte er, أبلغ رسول الله عني السلام. Verkünde dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ihr sagt mir, wenn... Ja, ist noch. Verkünde dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, übermittle ihm meinen Friedensgruß und sag zu ihm, inna Sa'd ibn Rabi' yaqulu lak. Sa'd ibn Rabi' sagt zu dir, jazakallahu anna khayra ma jaza nabiyyan an ummati. Möge Allah dir alles im Guten vergelten, in bester Weise, wie Allah es einem Propheten jemals hätte vergelten können. وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامِ und übermittle auch deinem Volk von mir den Salam und sag zu ihnen إِنَّ سَعْدَ ibn Rabi' يَقُولُ لَكُمْ سَعْدَ ibn Rabi' sagt zu euch إِنَّهُ لَعُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خُلِصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرَفْ. Ihr habt keine Entschuldigung bei Allah, wenn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in irgendeiner Weise verletzt werden sollte und ihr noch ein Auge bewegen könnt, also ihr noch am Leben seid. Ihr habt keine Entschuldigung. Ihr müsst den Propheten verteidigen. Das sind seine letzten Worte gewesen. Allahu Akbar, was ist das für Menschen? Selbst in diesem Moment, ja, nicht sozusagen, sag meiner Familie Bescheid, sag, übermittle dem Propheten das und übermittle diese Botschaft dem Volk. Menschen, die wirklich für Allah gelebt haben. Allahu Akbar. Deren Sorge der Islam war, deren Sorge der Prophet war, selbst noch im letzten Atemzug. Was muss das für eine Liebe zu Allah und was muss das für eine Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen sein? Es gab jetzt noch einige andere, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, was auch auf die Wahrhaftigkeit unseres Propheten hindeutet. Bismillahirrahmanirrahim. Machen wir weiter, inshallah, und setzen wir jetzt fort. Und zwar, es gab also, nachdem jetzt die Mushrikun abgelassen haben von den Muslimen, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt genug, wir haben jetzt den Muslimen eins ausgewischt, wir haben 70 von ihnen getötet, ja, gab es jetzt einige sehr, sehr interessante Vorfälle. Einer dieser Vorfälle, wie wir ihn gerade erwähnt haben, der Vorfall von Sa'd ibn Rabi', wie er
ein regelrechtes Testament seiner Nachwelt hinterlassen hat und uns aufgezeigt hat, dass es unsere Aufgabe ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat über einige Leute gesprochen, welche gefallen sind in dieser Schlacht. Und einer, über den er gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, ist Hanzala ibn Abi Amir. Hanzala hat in der Nacht, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Uhud gegangen ist, geheiratet. Seine Hochzeitsnacht gehabt. Hast eine Hochzeitsnacht. Ja? Hast dein Leben lang gewartet, gespart, alles. Und in dieser Nacht kommt der Ruf, wir gehen nach Uhud. Wir haben erzählt gehabt letztes Mal, wie plötzlich das kam. Und Hanzala, er hört den Ruf und ohne sich zu waschen, also er hatte schon sozusagen intimen Kontakt zu einer Ehefrau gehabt, ohne Ghusl zu machen, schloss er sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Er hat gekämpft, ist gefallen und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, sagte er nur, inna sahibakum latakhsiluhu al-malaika. Ja, euer Freund hier, dem waschen gerade die Engel. Allahu Akbar. Euer Freund hier, dem waschen gerade die Engel. Und deswegen, Hanzala ibn Abi Amr war bekannt gewesen als Rasil al-Malaika. Ja, der von den Engeln gewaschen wurde. Allahu Akbar. Unglaublich. Ja, was muss das für ein Iman gewesen sein? Ich wundere mich immer wieder darüber. Ja, Subhanallah. Ja, was muss die Frau gesagt haben in diesem Moment? Ja, gerade verheiratet, ich gehe mal jetzt hier zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich setze mein Leben aufs Spiel. Was muss das für ein Iman gewesen sein? Unglaublich. Ja, dann ein weiterer Mann, ja, der subhanallah eigentlich vorher den Islam überhaupt nicht gemocht hat. Aber dann am Tag von Uhud irgendwie überzeugt wurde. Und er sich dem Muslim anschloss. Kämpfte und fiel, ohne jemals eine einzige Raka'a gebetet zu haben. Ohne jemals eine einzige Raka'a gebetet zu haben. Und dieser Mann hieß Usayrim ibn Abd al-Ashhal. Und er gehörte zu den, wir hatten den erwähnt gehabt in der Geschichte von Sa'd ibn Mu'az, ihr könnt euch erinnern, ja, wo alle den Islam angenommen haben, außer einer, das war er gewesen. Dieser Usayrim, ja, er hat gewartet, bis zu der Schlacht von Uhud, Islam angenommen, ja, nicht einmal gebetet, aber der Prophet hat bezeugt, dass er im Paradies ist. Also wenn wir jemanden kennenlernen wollen, ja, der nie gebetet hat, aber trotz alledem im Paradies ist, ja, dann ja, müssen wir uns nur den Usayrim anschauen. Dann gab es aber auf der anderen Seite auch jemanden, der unglaublich heldenhaft gekämpft hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie erzählt haben, wie er gekämpft hat und dass er sozusagen dann auch verletzt wurde und wahrscheinlich gestorben und gefallen ist, und als er gefragt wurde, was ist mit ihm, sagte er, er ist in der Hölle. Huwa fin nar. Innahu la min ahli nar. Die Sahabe konnten sich das nicht vorstellen. Wie kann das sein? Ja, der hat doch gekämpft. Der hat, mashallah, wie ein Held gekämpft. Auf der Seite der Muslime. Warum sollte er im Höllenfeuer sein? Und einer von den Muslimen, er begab sich dann zu ihm nach der Schlacht von Uhud und er sah, wie er noch in den letzten Atemzügen war. Und dann auch gesagt hat, ich habe das nur getan für mein Volk. Und sich dann selbst das Leben genommen, weil er verletzt gewesen war. Und dann sagte er nur, Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allahs hat die Wahrheit gesprochen. Dieser Mann hieß Usman. Das war sein Name gewesen. Usman. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass es bei jeder Tat, selbst bei solch einer Tat, wo ich mein Leben lasse für eine Sache, immer auf was ankommt? Immer auf die Absicht. Immer auf die Absicht.
Die Absicht ist die Grundlage für jede Handlung. Egal wie gut die Handlung ist, wenn deine Absicht schlecht ist, wird sie nicht angenommen und nicht akzeptiert. Und deswegen, egal was du tust, bevor du es tust, achte auf deine Absicht. Du kannst der größte Da'i sein, der bekannteste Redner. 1000 Menschen werden durch dich Muslim. Wenn deine Absicht nicht richtig ist, wirst du davon nicht profitieren. Am jüngsten Tag wird dir gesagt, du hast es nur getan, damit die Leute sagen, du bist ein Gelehrter gewesen, du bist ein Held gewesen, du bist ein, weiß ich nicht, keine Ahnung was gewesen, ein Spendabler, ein Freigebiger. Und es wurde gesagt. Und du hast es nur dafür getan. Deine Handlung wird nicht akzeptiert. Nachdem jetzt die Schlacht vorüber war und die Muschrikun dann auch von dem Muslim abgelassen haben, kam es noch zu einer sehr, sehr interessanten Begebenheit. Und zwar, Abu Sufyan, er wusste nicht, und er war ja der Anführer gewesen der Quraysh, ist jetzt Muhammad tot, sallallahu alaihi wa sallam, oder nicht? Ist Abu Bakr tot oder nicht? Und jetzt gibt es eine sehr, sehr schöne Diskussion zwischen Abu Sufyan und zwischen Umar ibn Khattab, die auch authentisch überliefert wird, unter anderem bei Bukhari. Und zwar soll Abu Sufyan dann die Muslime nach der Schlacht gerufen haben. Afil Qawmi Muhammad, befindet sich unter den sozusagen Leuten Muhammad. Der Prophet sagte zu ihnen leise, La tujibu, antwortet ihnen nicht. Er wollte wissen, ob sie jetzt gesiegt haben oder ob sie nicht gesiegt haben. Und er meinte Abu Sufyan, Afil Qawmi ibn Abi Quhafa, ist unter den Leuten ibn Abi Quhafa. Wer ist ibn Abi Quhafa? Abu Bakr al-Siddiq. Und der Prophet sagte, La tujibu, antwortet ihm nicht. Und dann fragte er, Afil Qawmi ibn al-Khattab, ist unter den Leuten ibn al-Khattab, also Umar. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte wieder, antwortet ihm nicht. Ja? Woraufhin er dann sagte, Abu Sufyan, die wurden alle getötet. Denn wenn sie am Leben gewesen wären, oder würden sie am Leben, dann hätten sie geantwortet. Und dann konnte Omar sich nicht mehr halten. Er ist ausgerastet und hat dann geantwortet. Kazabte ya adu Allah. Ja, du lügst, o Feind Allahs. Atqallahu alayka ma yuhzinuk. Allah hat diejenigen am Leben erhalten, ja, die dich traurig machen. Und dann meinte Abu Sufyan, wollte ihm antworten, U'lu Hubal. Hochlebe Hubal. Ja, Hubal ist einer der Gottheiten. Hochlebe Hubal. Ja, und der Prophet Sassan sagte, wollte ihm nicht antworten. Ajibu, antwortet ihm. Die Sahaba, was sollen wir denn sagen? Woraufhin er sagte, sagt zu ihnen, Allahu a'la wa ajal. Allah ist noch erhabener und noch höher. Und er meinte Abu Sufyan, lana al-uzza wa la uzza lakum. Wir haben al-uzza, diese weibliche Gottheit, und ihr habt keine uzza. Der Prophet sagte, antwortet ihn. Er sagte, was sollen wir sagen? Und er sagte, Allahum, sagt ihnen, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah ist unser Schutzherr und ihr habt keinen Schutzherrn. Woraufhin dann Abu Sufyan sagte, Yawmun biyawm, Yawmun biyawmi Badr wal harbu sijal. Ein Tag für den Tag von Badr. Ja, das war ja eine Rache gewesen. Und beim Krieg geht es immer mal Gewinn und Verlust. وَتَجِدُونَ مُثْلَةً Das macht Abu Sufyan aus. Abu Sufyan war ein Diplomat gewesen. Er ist ja später Muslim geworden, ein richtiger Diplomat. Ja? وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ أَمْرُ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي Und ihr werdet vorfinden, dass einige eurer Leichname geschändet wurden. Ich habe das nicht angeordnet. Aber es stört mich auch nicht. Ich habe es nicht angeordnet, aber es stört mich auch nicht. Ja? Und dann, ja, sagte Umar ibn Khattab, weil der Prophet das von ihm verlangte, La sawa, nicht gleich. Kann das nicht vergleichen, einen Tag für Badr und umgekehrt. Qatlana fil Jannah. Unsere Toten sind im Paradies. Wa qatlakum fil Nar. Und eure Toten sind im Höllenfeuer. Ja, was für ein Disput zwischen diesen beiden Parteien, ja, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen auch aufgezeigt, ja, wie sie antworten sollen. Jetzt, nach dieser Diskussion, ziehen die Quraysh ab.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir noch sehen werden, aber darüber sprechen wir dann schon beim nächsten Mal, ja, er schickt dann Leute hinterher, Ali ibn Abi Talib, um zu schauen, was sie ganz konkret tun werden, um sicherzugehen, ja, dass sie nach Mekka zurückkehren und nicht in Medina sind. Und daraus entsteht eine weitere Schlacht, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, insha'Allah. Was uns jetzt interessiert ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er sicher war, dass die Quraysh auch wirklich abziehen werden, weil sie nämlich auf ihre Kanäle gestiegen sind und nicht mehr auf ihren Pferden waren, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt mit den Leichnamen tat. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ jetzt die Leichen der Muslime bringen und er forderte auf, dass sie alle, ja, dann bestattet werden. Aber nicht jeder sollte seine eigene Grube und sein eigenes Grab erhalten, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ließ immer zwei oder drei Sahabe in einem Grab bestatten. Und jetzt machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas unglaublich Lehrreiches für uns, was uns noch einmal aufzeigt, wer in der islamischen Community wirklich das höchste Ansehen hat, auch bei Allah subhanahu wa ta'ala und in den Augen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn du, ja, Ansehen haben möchtest bei Allah und beim Propheten, dann musst du das tun, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt getan hat oder worauf er uns hingewiesen hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, dann die Leute bestatten lassen und er hat immer gefragt: Ayyuhum aktharu akhdhan bil Quran? Allah, wer von ihnen konnte am meisten Koran auswendig? Und dann hat er ihn zuerst bestatten lassen. Er hatte den Vorrang. Das heißt, der Koran, er lässt dich nicht nur im diesseitigen Leben Vorrang haben, indem du nämlich der Gemeinschaft vorstehst. Weil wer betet vor in der Regel? Der am meisten Koran auswendig kann, oder? Wenn du eine Gruppe hast, wenn wir es gerade nicht in der Moschee sind, oder der Imam ist sich anwesend, wer wird in der Regel oder sollte nach laut des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gebet leiten? Aqra'uhum likitabillah. Derjenige, der den Koran am besten rezitieren kann, der am meisten auswendig kann, der am besten den Koran rezitieren kann, das in der Dunya und auch im Akhira, auch nach dem Tod, derjenige, der mehr Koran könnte, der durfte zuerst bestattet werden. Allahu Akbar. Und deswegen, möchtest du eine hohe Stellung bei Allah und beim Propheten sallallahu alaihi wasallam einnehmen, dann strebe nach dem Koran. Strebe nach dem Koran. Und ich habe es selbst erlebt, wie Allah subhanahu wa ta'ala Geschwister erhöht hat durch den Koran. Geschwister, einfache Geschwister, die aber sich Mühe gegeben haben, den Koran auswendig gelernt haben und subhanallah plötzlich der gesamten Gemeinde vorstehen. Der gesamten Gemeinde vorstehen. Was für eine Ehre. Und egal, wo sie hingehen, sie stehen immer vor. Warum? Aufgrund des Korans, den sie in ihrer Brust tragen. Und deswegen versuche nach dem Koran zu streben, weil Allah, er erhöht Menschen durch den Koran und erniedrigt andere Menschen durch den Koran. Allah Ta'ala, er wird zu demjenigen, der den Koran in sich trägt, am jüngsten Tag sagen: Lies und erhöhe dich. Iqra wartaqi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Und rezitiere, wie du in der Dunya rezitiert hast. Guck mal, die Menschen werden am jüngsten Tag beschäftigt sein mit sich selbst und du liest Koran, mashallah. Ja? Du darfst Koran lesen. Ja, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Weil deine Stufe bei dem letzten Vers ist, den du gelesen hast in dieser Dunya. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat eine ganz klare Anordnung und Rangordnung festgelegt für dieses Bestattungsritual. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sie bestattet in ihrer Kleidung. In ihrer Kleidung, samt ihres Blutes. Er hat sie nicht waschen lassen. Und dementsprechend, die Sunnen nach den meisten Gelehrten bei einem Märtyrer ist es was zu tun, ihn in seiner Kleidung zu bestatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Er hat nicht mal Salatul Janaza für sie vollzogen. An diesem Tag. Warum? Weil diese Menschen ihr Leben geopfert haben für die Sache Allahs. Sie brauchen überhaupt kein Istighfar mehr. Sie haben schon alles gegeben und unter Beweis gestellt, dass sie aufrichtig und wahrhaftig sind. Und deswegen ein Shahid, also ein Märtyrer, der bereit ist, sein Leben zu opfern, der braucht diese Sache überhaupt nicht mehr. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch aufgezeigt, dass ihr sozusagen, er hat dann auch gesagt über sie, ana shahid und ala haula, ich bin sozusagen ein Zeuge über sie. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie werden auf ihren Herrn treffen mit ihren Wunden, hatta yalqaw rabbahum bi kulumihim rihu damihim rihul misk, ja, dass der Duft ihres Blutes wird der Duft vom Moschus sein. Der Duft ihres Blutes wird der Duft von Moschus sein. Jetzt kommt eine schwierige Aufgabe für die Muslime. Nach der Schlacht müssen die Leute, die Angehörigen, über die Verstorbenen und Gefallenen in Kenntnis gesetzt werden. Es gab einige Frauen, welche die Muslime begleitet hatten und welche sich um die Verletzten gekümmert haben. Und die Gelehrten haben daraus entnommen, dass Frauen sich genauso beteiligen können, auch wenn nicht an der direkten Kampfhandlung, aber sich genauso beteiligen können, ja, an Kampfhandlungen, ja, wie, ja, die Männer ebenfalls. Und das war damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, etwas Natürliches gewesen. Und das zeigt uns noch einmal diese ganz natürliche Beziehung zwischen Mann und Frau zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Viel weniger verkrampft als teilweise heutzutage. Und als es teilweise auch heutzutage in einigen Moscheen gelehrt wird oder von einigen Leuten behauptet wird, ja, dass es so eine Art strikte Trennung gibt. Nein, diese strikte Trennung gab es zur Zeit des Propheten nicht. Sondern es gab zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Anweisungen, wie man miteinander umgehen sollte, sodass die Leute ihre natürliche Grenze kannten. Ihre natürliche Grenze kannten. Und daraus dann eine vorbildliche Gesellschaft geworden ist. Aber wie soll ich eine vorbildliche Gesellschaft haben, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem anderen Geschlecht umzugehen habe? Wenn ich es nicht in der Moschee lerne, wo soll ich es sonst lernen? Mal ganz ehrlich, wenn ich nicht in der Moschee lerne, vernünftig mit einer Frau oder umgekehrt mit einem Mann umzugehen, vernünftig, soll ich es dann draußen lernen? Wenn ich es nicht hier lerne? Wenn ich nicht hier weiß, wie ich mit einer Schwester oder wie ich mit einem Bruder umzugehen habe? Was richtig ist und was falsch ist? Meint ihr, ich werde es draußen beigebracht bekommen oder im Fernsehen oder in der Schule oder an der Universität? Und deswegen sehen wir immer wieder auch diese Doppelmoral, die wir teilweise haben in islamischen Ländern. Ja, eine regelrechte Doppelmoral. Ja, die Menschen leben teilweise etwas ganz anderes, als was ihnen in der Moschee beigebracht wird, weil sie es nie anders gelernt haben. Und auf jeden Fall, jetzt kommt diese schwierige Aufgabe, dass jetzt die Frauen und die Angehörigen, ja, darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen, was geschehen ist und wer von den Männern gefallen ist. Und jetzt gibt es einige Frauen, die wirklich Heldentum bewiesen haben, Sabr bewiesen haben, unglaublichen Sabr. Einer dieser Frauen, die unglaublichen Sabr bewiesen hat, heißt As-Sumaira bint Qais. As-Sumaira bint Qais. As-Sumaira wollte unbedingt wissen, was ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ist er noch am Leben? Ist er nicht am Leben? Und sie sagten dann zu ihr, dein Ehemann ist gestorben. Dein Bruder ist gestorben. Dein Vater ist gestorben. Es gibt Überlieferungen, wo zwei ihrer Söhne, ja, gibt es mehrere Überlieferungen, zwei ihrer Söhne, ja, beteiligt gewesen waren von zwei unterschiedlichen Männern. Sie war zweimal verheiratet gewesen und beide sind gestorben. Und sie fragte immer wieder, was tat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Geht es ihm gut? Und als sie sagten, es geht ihm gut, hat sie gesagt, ich möchte ihn sehen. Und erst als sie ihn mit ihren eigenen Augen sehen konnte, sagte sie ihre bekannten Worte, Kullu musibatin ba'daka ya Rasulallahi jalal. Jedes Unglück ist nach dir, o Gesandter Allahs, ein kleines Unglück.
Und nachdem sie sicher war, dass es dem Propheten gut ging, kümmerte sie sich um ihre eigenen Verwandten und Angehörigen, die gefallen sind. Allahu Akbar. Was muss das für ein Sabr gewesen sein? Was muss das für eine Liebe gewesen sein? Das ist unglaublich. Es waren nicht einfach nur Worte. Weil in solch einem Moment, wo du dann wirklich deine eigenen Angehörigen verlierst und du trotzdem immer noch in solch einem Moment an den Gesandten Allahs denkst, dann weißt du, das ist ein aufrichtiger Iman. Das ist eine aufrichtige Liebe. Das kann nicht gespielt sein. Ich kann bei Veranstaltungen spielen. Ich liebe Allah, ich liebe den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn es dann um eine ganz konkrete Situation geht, wo du vielleicht nicht mehr ganz rational denken kannst, dann zeigt sich, ob du wirklich Allah und den Gesandten liebst oder nicht. Und sie hat es gezeigt, als Frau, die noch viel emotionaler ist, meistens als ein Mann in der Regel, viel emotionaler. Und trotz alledem hat sie solch eine Geduld bewiesen. Radiyallahu anha wa ardaha. Ebenfalls, ja, als Safiya bint Abd al-Muttalib, die Tante unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja, sie hat gehört, was mit ihrem Bruder Hamza ibn Abd al-Muttalib getan wurde, wie man ihn geschändet hat. Und sie hat einfach nur gesagt, la ahtasibanna wa la asbiranna insha'Allah. Ich werde das mit Geduld ertragen, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls gab es noch einige andere Frauen, von denen das überliefert wird, wie Hamne bint Jahsch, ihr Bruder ist gestorben. Und sie hat gesagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dann hat sie gehört, dass ihr Onkel gestorben ist, mütterlicherseits, Hamza ibn Abd al-Muttalib sagte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und dann hörte sie, Mus'ab ibn Umayr ist gestorben, ihr Ehemann. Sie war die Frau von Mus'ab ibn Umayr. Und dann fing sie an zu schreien, sie konnte nicht mehr. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist nicht ganz authentisch, aber es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagte, inna zawja al-mar'ati minha labi makan. Wahrlich, der Mann einer Frau hat eine ganz besondere Stellung bei ihr. Ja, und weil er gesehen hat, dass sie bei ihrem Bruder, bei ihrem Onkel geduldig gewesen ist und dann, als sie hörte, ihr Mann ist auch noch gestorben, konnte sie nicht mehr und hat dann geschrien, radiyallahu anha wa ardaha. Mus'ab ibn Umayr ist nochmal eine Geschichte für sich selbst. Mus'ab ibn Umayr, subhanallah, der alles geopfert hatte. Und wir erinnern uns, Mus'ab ibn Umayr, der in Mekka zu den verwöhntesten Jugendlichen überhaupt gehörte, eine reiche Familie hatte, in Luxus aufgewachsen ist, er stirbt in der Schlacht von Uhud. Und er besitzt nichts, nicht mal ein Gewand, was seinen gesamten Körper bedeckt. Sie bedecken sein Gesicht, aber seine Beine kommen zum Vorschein. Sie bedecken seine Beine und sein Gesicht und Kopf kommt zum Vorschein. Woraufhin der Prophet Sallallahu alaihi wasallam sagte, bedeckt seinen Kopf und tut auf seine Füße Izhar, eine Pflanze, und bedeckt damit seine Füße. Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, Jahre später sollte er sich daran erinnern, nachdem dann der Islam sich verbreitet hat und die Beute nach Medina kam, und er fing an zu weinen. Und er sagte, subhanallah, diese Leute, sie haben alles für den Islam gegeben, aber nichts von der Dunya mitgenommen. Wir haben gegeben, aber jetzt kommt die Dunya auf uns zu. Und ich habe Angst, dass Allah Ta'ala uns unseren Lohn schon in dieser Dunya gibt und nicht mehr im Akhirah. Wenn das Umar sagt, was sollen wir sagen? Wir alles haben. Wir haben immer einen vollen Kühlschrank. Uns geht es immer gut. Wir haben alles. Was sollen wir sagen? Kriegen wir überhaupt noch Lohn bei Allah? Kriegen wir überhaupt noch Lohn bei Allah, wenn wir uns vergleichen mit diesen Menschen? Mal ganz ehrlich, nach diesen Geschichten denkst du wirklich, Allahu Akbar. Kriegen wir überhaupt noch Lohn? Können wir uns überhaupt noch, weiß ich nicht, aufrichtige Muslime nennen, nach dem, was wir hier hören? Menschen, die so geopfert haben? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in ihre Fußstapfen treten lassen, ja Rabbil Alamin. Möge Allah ta'ala unseren Iman stärken, sodass wir so sind, wie sie, und bereit sind, so zu opfern, wie sie geopfert haben, für die Sache Allahs. Die Schlacht von Uhud, eine Schlacht, für die Allah 58 Verse herabgesandt hat, in der Sura Ali Imran. Ich kann leider auf diese Verse nicht mehr eingehen, weil es würde jetzt den Rahmen sprengen. 58 Verse hat Allah Ta'ala in Surat Ali Imran nur über diese Schlacht herabgesandt, weil diese Schlacht so wichtig ist. Eine ganz besondere Schlacht. Und
Die Schlacht geht noch weiter in dem Sinne, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann angeordnet hat, dann die Muschrikun zu verfolgen. Aber darüber werden wir dann bei den nächsten Malen sprechen, inshallah. Wir werden versuchen, bi'iznillah azzawajal, nächste Woche wieder zurückzugehen, weil wir haben noch nicht die Ereignisse besprochen zwischen der Schlacht von Badr und zwischen der Schlacht von Uhud. Ich hatte einen Grund gehabt. Der Grund ist, weil es mir ein bisschen darum ging, nochmal wegen diesem Ereignis zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dem Banu Qaynuqa, ja, ein bisschen mehr zu forschen und das besser vorzubereiten. Und weil auch einige gesagt haben, dass das Vertreiben der Banu Qaynuqa, dem jüdischen Stamm aus Medina, erst nach der Schlacht von Uhud gewesen ist. Ja? Und deswegen, inshallah ta'ala, werden wir dann uns jetzt das nächste Mal mit den wichtigsten Ereignissen zwischen der Schlacht von Uhud und zwischen der Schlacht von Badr dann beschäftigen, inshallah ta'ala, und dann wieder weitermachen und ansetzen an die Ereignisse nach der Schlacht von Uhud bi'iznillahi azza wa jal. Baraka fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.